Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 an diesem wunderschönen Donnerstagnachmittag. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in Merlins Haus in Hollow Bastion. Also ernsthaft, es hat sich ziemlich viel getan in den letzten paar Folgen. Und ich schätze mal, das hier ist so unsere Heimstatt und so ein bisschen, wo wir uns immer wieder zurückbegeben und kaufen können und unsere ganzen Freunde finden werden. Wir können hier jetzt natürlich ewig alles untersuchen und mit allen Leuten reden, das machen wir doch mal. Dieser Apparat wird für magische Forschungen eingesetzt, aha. Aber, das flasht mich jetzt nicht so, vielleicht noch mit Merlin kurz reden. Anscheinend sammelt deine Kleidung sphärische Energie auf, wenn deine Magie aufgebraucht ist. Du brauchst also nichts sparsam damit umzugehen, mit der Zeit lädt sie sich wieder auf. Das ist natürlich sehr cool, aber wir sollten eigentlich Leon folgen und übrigens das links unten, also unser Menü hier, es wurde wieder geändert. Das ist eigentlich so nice. So nice. Und zwar, ja, der war auf einmal weg. Und deswegen ab hinterher. Im Wohnviertel. Oh, noch mehr Herzlose. Cool, cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich durch die Speicherpunkte unsere Drive-Leiste nicht auffüllt. Aber es wäre auch ein bisschen OP, glaube ich. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist hier die Frage. Damn, damn. Aber wir können doch eigentlich mal, keine Ahnung, so Eis benutzen. Sonst sind hier keine Gegner mehr da, schade. Ja, und noch ganz kurz was. Weil ich ja das MP auflade, ist die MP lädt sie sich wieder auf, bis sie voll ist. Bei nur, bis sie voll ist. Alles klar. Welche Untereinstellung soll für den, was für den diese Einstellung gelten soll? Wähle dein Zauberspruch aus, wähle MP aufladen aus. Einstellungen, Sora. MP aufladen. Das Kommando Magie, MP Aufladung. Hä, warum? Ist das dann nur bei einem Skill oder was? Ich verstehe nicht. Aber wird wahrscheinlich so sein. Und weil ich mich ja, oder weil jemand ja vorgeschlagen hat, dass ich mit Dreieck das irgendwie klicken soll. Und dann dachte ich, das hat irgendwas mit Ingame zu tun, aber nein, das kann man schön bequem hier machen dann. So hier und so und so und so. Also echt nochmal danke dafür, das wird bestimmt später noch sehr nützlich, wenn wir eine Menge Skills kriegen. Das ist ja praktisch so ein schnellerer Weg, einfach die Skills dann auszuwählen und wieder abzulegen. So, hier sind noch bestimmt ein paar Gegner, oder? Wollte gerade sagen. Die XP nehmen wir doch mit. Vor allem, weil wir richtig OP sind. Und ich freue mich schon darauf später, wenn wir irgendwie so, keine Ahnung, so passive Skills kriegen, mit denen sich unsere Drive-Leiste mehr auflädt. Aber vielleicht lässt es sich auch mehr. Oh, ein Item. Eine Lunasplitter, nice. Vielleicht lädt. Und noch eins. Noch ein Lunasplitter, ja, Alter. Vielleicht lässt es sich ja schneller auf, wenn wir getroffen werden. Ja, mal schauen. Wie gesagt, Vorschläge sind auch immer erwünscht, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Lasst es raus in den Kommentaren. Ah, da ist er ja. Seht euch das an. Donald. Oh Mann, diese Pappnase. Er hat es vorher nicht noch anders ausgeschaut? Wir möchten, dass Hollow Bastion wieder so wird, wie es früher war. Wer weiß, vielleicht sogar ein noch besserer Ort. Das ist alles Herzlose da unten. Es gibt noch viel zu tun, aber wir werden mit allem fertig. Mit Ausnahme davon? Ja. Aha, schwarz. Und davon. Ah, die Niemande. Überlasst die uns. Ich verlasse mich auf euch. Also, Sora, du weißt, was hier los ist? Da ist dieser Carlo, der die Herzlosen für irgendwelche dunklen Zwecke einsetzt. Aber zum Glück ist er nicht nur finster, sondern auch dumm wie die Nacht. Unsere Hauptsorge gilt also der Organisation 13, die diese Niemande befehligt. Du hast gerufen. Oh Mann. Du machst dich gut. Da Fug. Das schreit nach einer Feier. Oh, nicht schon wieder niemande. Und dann Leon. Hilft ihr uns jetzt? Oh mein Gott, nein, das Tor geht zu. Oh Mann. Ich glaube, an den Part kann ich mich erinnern. Da bin ich, glaube ich, als kleines Kind ein paar Mal gestorben. Werden ausgetauscht. Na was? Jetzt bin ich alleine. Sehr behindert. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir hier alles fertig battlen. Beschütze das Zugangstor zur Stadt, indem du die Niemande besiegst. Oh Gott, wir müssen das Tor beschützen.
Aber das Abwehrsystem hilft uns ja ein bisschen, das ist ja sehr nett. Zack, 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 komm. Oh mein Gott! Lass das Tor in Ruhe! Weil die halten so übelst viel aus, das ist unmenschlich. Aber wir kriegen richtig viel XP davon, das ist nice. 18 XP pro Gegner. Sehr nice. Hallo Gegner. Au, au, au. Hey, 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 wow. Hey, hey, lass das Tor in Ruhe. Lass das Tor in Ruhe. Aber wir machen auch richtig viel Damage. Willst du mich angreifen? Nein, schlag lieber die Wand, genau. Weiter. Für den Gegner. Magiekraft und Abwehrkraft. Abwehrkraft ist nice. Alter, wie viele... So viele Niemande. So viele XP. Oh, scheiße, Tor verteidigen. Ich hoffe mal, wir können es selber nicht angreifen, wenn wir in der Nähe sind. Das wäre ein bisschen scheiße. Okay, da ist noch einer tot. Ich dachte, du bist tot. Ah, jetzt. Sehr nice. Stellungsspiel brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja nicht aus... Abwehr. Ich finde es ein bisschen scheiße auch, dass die keine HP-Kühlchen droppen. Sondern nur Mana. Apropos, ich könnte eigentlich mal hier ein paar Mana-Skills benutzen. Sehr nice. Komm. Und. Zack. Komm, wir machen einfach mal ein bisschen Mana-Spamming. Ich will mal sehen, was passiert. Ah, jetzt lässt sich unser Mana wieder auf. Okay. Ich verstehe. Zack, zack. Nice Scheiß. Hier noch einer. Bam. Oh, 30 XP. Alter Schwede, nice. Au. Cool, cool. Was ist das? Ja. Feuerelement. Cooler Scheiß. Das Schlüsselschwert. Eine wahrlich großartige Waffe. Wäre sie doch nur in fähigeren Händen. Hey. Alter, sind das viele. Es sind aber nicht 13. Schön, dann tragen wir es aus. Wie schade. Und ich dachte schon, wir könnten Freunde werden. Solche Pimmel. Magic. Was soll das denn schon? Nicht so stürmisch. Du störst. Sag, findest du es etwa höflich, mir so etwas an den Kopf zu werfen? Aus dem Weg, hab ich gesagt. Starke Worte. Aber damit kannst du den Lauf der Dinge nicht beeinflussen. Dann räumen wir dich eben aus dem Weg. Schon besser. Das könntet ihr vielleicht, wenn ich irgendwer wäre. Aber das bin ich nicht. Ich bin von der Organisation und gewiss nicht irgendwer. Ha, an der Seitenlinie rumstehen und die Niemande für sich kämpfen lassen, aber den Starken markieren. Jetzt aber. So harte Urteile ohne Überblick fällt man besser nicht. Dann heul doch. Mitnichten. In your face. Erinnere dich daran, wie stark die Truppe ist, mit der du es hier zu tun hast, mein Lieber. Erinnern? So ist es recht. Er hat mich auch immer so angesehen. Du glaubst wohl, du könntest mich aus der Fassung bringen mit deinem wirren Geschwätz. Tja, wer weiß das schon? Was will der eigentlich? Sei ein braver Junge. Mann, solche Pussys. Das war schräg. Wer hat ihn auch immer so angesehen? Ach was, ich bin mir sicher, er wollte dich bloß verwirren. Ja, du hast recht. Ich bin ich. Und du bist du. Das Holobestien Wiederaufbaukomitee Ehrenmitglied. Was geschieht? Könnte das vielleicht... Alter, das erste Schlüsselloch schon. Krasser Scheiß.
Ja, nee, doch. Da Fug. Ah doch, das ist ja. Oh, diese Effekte überall, bling bling und was weiß ich alles. Richtig krass. Noch mehr Effekte als beim Einser. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eines der Tore, von denen Jens Sid sprach. Oh, Yoda! Tut uns leid, Leon. Aber andere Welten warten auf uns. Die Organisation 13. Sie sehen stark aus. Passt auf euch auf. Ja. Man sieht sich. Cooler Scheiß. Das heißt, wir können jetzt in eine neue Welt reisen. Geheime Ansinnenbericht 7. Cooler Scheiß. Oh mein Gott. Ich freue mich schon auf die erste Welt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das für eine war. Ein paar weiß ich noch. Ah, okay. Hey, was ist mit Twilight Town geschehen? Nein, nicht Twilight Town. Was? Oh Mann. Benutze den linken Analogstick, um den Gummijet zu steuern. Fliege den kosmischen Pfad auf dem Bildschirm an, der durch ein Tor gekennzeichnet ist. Wenn du an dein Ziel angelangt bist, drücke Dreieck, um zu landen. Man kann nicht auf Welten landen, die nicht mit kosmischen Pfaden verbunden sind. Manch mache die kosmischen Pfade passierbar, um sie mit den Welten zu verbinden. Alles klar, aber in Hollow Bastion sind wir schon mal fertig. Was haben wir hier? Au. Oh Mann, ich wollte nur schauen. Muss mich nicht gleich zurückschlagen. Also, ist die Frage, gehen wir zuerst zu dem Drachenzeugs oder zuerst zu dem... Das schaut fast nach Mickey-Dings und so aus, nach dem Schloss. Ich glaube, wir gehen zuerst hier hin. Asteroidenpfad. Einsatz, erst fliegen, bitte, ja. Wir können ja mal beide Pfade aufmachen und dann schauen, welches leichter ist. Oh, es gibt wieder einen Gummi-Editor. Aha. Ich wollte nur mal kurz reinschauen. Oh mein Gott, so viel Zeugs. Schließen. Select-Taste, schließen. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also, ihr könnt mir ja nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass ich nochmal so ein fettes Schiff baue wie letztes Mal. Aber wir starten jetzt erstmal. Ah, wir haben hier so, ja, hier fertige Entwürfe. Ja, wir können eh nur das nehmen, also. Dann nehmen wir das nochmal. Und soweit ich mich erinnern kann, musste ich in. Also, in meinen früheren Playthroughs da auch selber kein Schiff bauen, sondern da kriegt man ja immer wieder welche. Ich glaube, das Fliegen wurde hier auch ein bisschen interessanter gestaltet. Wir werden es ja gleich sehen. Start oder Abbruch? Natürlich Start. Go! Und? So, sagst du schon, es fliegt nach unten wieder. Oh Mann, das wäre geil gewesen. Okay. Gummi-Luftkampftipps. Grundlegende Steuerung. Benutze den linken Analogstick, um den Gummi-Jets zu steuern. Drücke X, um zu schießen. Hört sich schon mal sehr simpel an. Schatzliste. Das ist richtig aufregend. Ich wollte die Schatzliste anschauen. Ich muss spammen. Alter. Alter, wie geil. Oh mein Gott. Und ich muss echt X spammen. Alter Schwede. Das ist sehr anstrengend für meinen Finger. Oh nice. Was? Alter! Fahrende Raketen. Kanonen. Krasser Scheiß. Achtung! Was? Boah, das finde ich einfach so geil an dem neuen Design. Da wechselt man Sichten, da kriegt man so viele Punkte. Es macht einfach so viel Spaß. Das Einser war, also im Einser war es immer ein bisschen, keine Ahnung, langweilig. Weil man. Eigentlich immer das, weil es war immer das gleiche, man konnte im Prinzip auch einfach nur durchfliegen, aber ich glaube, das ist hier nicht so. Was ich sehr nice finde. Komm, Punkte sammeln. Ich glaube, man muss die Punkte auch treffen. Also einsammeln. Haben die Schilder? Der Fug. Ah, jetzt kann ich sie treffen, okay, nice. Jetzt habe ich gerade irgendwas bekommen. Aber ich sehe nicht mal, was man bekommt. Ist auch dumm. Oh mein Gott, so viele Viecher. Oh, mein Daumen tut schon weh. Hey! Ich kann nicht schneller spammen. Eisgummi. Nice. Okay, unser Leben ist noch relativ in Ordnung.
Komm. Oh geil, da war noch irgendwas dabei. Materialgummi mal 10. Können wir noch irgendwas anderes machen außer schießen? Irgendwie Raketen oder so? Oder kriegt man das erst später? Weiß gar nicht, mehr davon ist auch ziemlich wenig hängen geblieben bei mir. Na, da war was Neues. Ecklicht, Flachcockpit. Die gelben Punkte sind, glaube ich, nur Punkte für die Runde. Die können wir später nicht... Oh, was ist das? Taifun-Gummi. Alter Schwede, was wir gerade alles kriegen. Dings, was wollte ich jetzt sagen? Die sind einfach nur Punkte für das Level, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was man alles bekommt, wenn man zum Beispiel jetzt einen Highscore macht. Oder ich glaube, es gibt wieder so Silber, Gold, Bronze und so. Da muss man nochmal schauen dann. Hat es gerade... Ist das Leben? Alter. Viele Viecher! Alter, nice, was war das? Asteroiden! Oh mein Gott! Alter Schwede. Richtig actionreich. Fahrt gesichert, nice. Missionstypen 1 und 2 freigeschalten. Okay. Fertigen Entwurf enthalten. High Wind Level 1 Entwurf. Okay, cool. Fertigen Entwurf enthalten. Falcon Level 1. Oh, so viel Zeugs. Was? Neuer Rekord? Punktezahl mit Alien Level 10. Okay. Schatzliste. Okay, es sind wahrscheinlich die ganzen Sachen, die wir hier finden können. Wenn wir hier nochmal fliegen würden, dann können wir wahrscheinlich die anderen Sachen auch noch finden. Sehr nice. Okay. So viele Infos auf einmal, Alter. Wir waren voll bombardiert mit Infos und Zahlen. Den, 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 den. Wie heißt Mulan, glaube ich, war das, gell? Können wir nicht Level 10, okay. Level 10 sind wir, glaube ich, schon. Aber ich glaube, wir machen das auch noch kurz, dann können wir vergleichen. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2. Ich hoffe natürlich mal, wie euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja natürlich ein Like da lassen. Wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Und wunderschönen Tag noch. Haut da rein. Outro.